Und heute Startfreigabe für den letzten Lauf der 60-Testklasse im vierten Durchgang. Die Running Potatoes übernehmen noch einmal die Führung. Running Potatoes auf Platz 1 unterwegs mit der Startnummer 301. Ist der vorne die Führung für Patrick Petro auf der Spur. Dagegen. Also, noch keine Entscheidung. Running Potatoes weiter vorne. Team Perle auf der 2 unterwegs. Die Beute Forsterbüchse auf der 3 mit der 585. Es ist noch alles drin. Ein weiteres Wasser von der Running Potatoes. Ist auch noch mit dabei. Team Perle reißt noch einmal an. Ein Kopf an Kopf Rennen dort hinten gegen Team Perle und den Running Potatoes. Noch keine Entscheidung. Team Perle kommt einfach nicht ran. Die Running Potatoes sind verdammt gut drauf. Sie führen hier souverän das Feld an. Running Potatoes rein. Auf der 2, die Wolde Förster Pitze, auf Platz 3 abgewunken, Dramatik in der 60-Klasse. Kommen wir zur Original-Trabant-Klasse, da ging es nicht weniger spannend gestern zu. Im ersten Lauf Marcel Wendt, Kameraner Eisenschweine, Scott ist dabei, der gehört auch zu den Eisenschweinen.